Moin Leute, willkommen zurück bei Let's Play Skyrim. Unser Rieklingjäger steht hier noch ganz munter und wir wollten dort drüben zu dieser Burg gehen. Allerdings habe ich gerade gesehen, dass man unsere Waffen ja auch mal wieder ein bisschen aufladen könnte. Und ich glaube, wir müssen jetzt sowieso mit den gewöhnlichen arbeiten, oder? Hatte ich wieder ein paar kleine oder sogar winzige Seelensteine bekommen? Ich glaube nicht. Ah doch, hier seht ihr wohl doch noch ein paar kleine. Habe ich mir schon gedacht. Oh, noch ein kleiner, okay. So, jetzt habe ich hier aber nur noch die mächtigen und, nee, doch, winziger auch noch. Okay, das reicht erstmal. Der Ebenerzkriegshammer, ein bisschen hat er sogar noch. Aber kann ja nichts schaden, ne, mal wieder zu erhöhen. Und einmal geht noch. Einer geht noch, einer geht noch rein. So, wir haben hier sogar zwei Türme direkt. Und ich würde mal sagen, gehen wir erstmal zu dem, den wir da sowieso schon sehen. Bin gespannt, ob wir da jetzt überhaupt, ob der dann halt ein bisschen größer ist oder ob ich da wirklich einfach ein paar Quests mir an Land ziehen muss, damit die Gebäude dann dementsprechend ihr ganzes Potenzial entfalten. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass es einfach nur so ein kleines Kabuff ist und man dann... Ist das jetzt hier... Das ist doch... Oh, okay. Irgendjemand hat uns gesehen. Da hinten soll jemand sein. Ach nein, unser Riekling. Scheiße. Egal, komm. Soll der Riekling halt zusehen, wie er hier wieder herkommt. Obwohl, warte mal, wenn hier jetzt der Turm ist und ich da schnell reingehe, dann müsste doch eigentlich der Riekling sich hinterher teleportieren. Warum? Warum ist hier kein Eingang? Nein! Warum zum Teufel wird mir der Turm nicht aktiviert? Oder wie auch immer man das nennen will. Ups. Das hier ist doch wohl der Turm, oder bin ich jetzt blöd? Okay, Gipfelturm entdeckt. Ach, hier. Oh, au. Sieh mal einer an. Hier ist der reguläre Weg. Okay, scheiße. Der hat mich dann wohl doch schon gesehen. Moin, wie geht's dir? Du bist ja ein ekliges Kackvieh. Eine Aschebrut, okay? Haben die irgendwie was Tolles? Nö, so ein paar Erze. Scheiß drauf, Erze brauche ich jetzt nicht mitnehmen. Achso, jetzt habe ich den entdeckt, aber... Ist hier irgendwo ein versteckter Hebel an einem von denen? Nein, natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn das jetzt geklappt hätte, ne? Oh, oh, unser Riekling hat scheinbar sogar das andere Viech platt gemacht. Und auch diese Aschebrut haben wir gemeinsam ziemlich schnell ins Jenseits befördert. Okay, auf der Karte mal eben ganz kurz schauen. Da ist Rabenfels. Können wir auch zu Fuß hingehen, würde ich sagen. Ist ja nicht so weit. Quatschen wir mal ein paar Leute an. Vielleicht bekommen wir die ein oder andere Quest doch noch erteilt. Das wäre auf jeden Fall ganz cool. Ich gehe mal davon aus, dass es hier noch einige Quests geben wird. Und ich gehe mal davon aus, dass ich hier gerade schon wieder... Da hinten. Nee, ist mir zu blöd. Der ist mir zu weit weg. Sorry. Ich hau ab. So, jetzt mal eben schnell... Na komm schon. Ich würde gerne... Geht doch. Ich weiß nicht, warum er gerade die Hände aus den Hosentaschen nicht genommen hat. Wer weiß, was der Schelm da schon wieder gemacht hat, doch. Man will es gar nicht wissen, glaube ich. So, hier sind wir jetzt dann in Rabenfels, wa? Und wow, ja geil, da sieht man mal wieder, was ich für einen übelst pornösen PC habe, ey. Wie easy der Rabenfels hier darstellt, das ist ja nicht feierlich, da. Können sich andere PCs noch eine Scheibe von abschneiden? Ah ja, vielleicht auch nicht. So, was ist hier los? Ihr mögt alle getäuscht haben, aber ich weiß, was ihr hier wollt. Das Gold lockt euch wie ein Kadaver eine Ratte anlockt. Verzeiht, aber der Tempel ist nur für die Gläubigen. Fremdlinge sind hier nicht willkommen. Okay, dann mach's gut. Was ist hier los? Wer ist das?
Ich weiß nicht, was ihr in den Minen getan habt, aber Crestius lächelt wieder. Ich habe ihn noch nie so glücklich gesehen. Lasst euch nicht von der Laune meines Mannes abschrecken. Er hat gerne Besuch. Wie habt ihr Crestius kennengelernt? Um zu verstehen, wie wir uns kennengelernt haben, müsst ihr wissen, was er durchmacht. Crestius ist ein Bergarbeiter in der dritten Generation. Der Bergbau war sein Leben. Als Crestius erwachsen wurde, wurde die Ebenerzmine stillgelegt. Das hat ihn schwer getroffen. Warum hat er sich nicht anderswo Arbeit gesucht? Unser Heim war über 200 Jahre lang im Besitz seiner Familie. Wegzugehen hätte bedeutet, kostbare Erinnerungen zurückzulassen. Stattdessen blieb er auf Solstheim und verbrachte sein Leben mit der Suche nach einer neuen Ebenerzquelle. Die hat er leider nie gefunden. Vor einem Jahrzehnt fiel er deswegen in eine tiefe Depression. Er schloss sich in seinem Haus ein und weigerte sich herauszukommen. Hier habt ihr euch kennengelernt? So ist es. Nachdem Crescius allen verboten hatte, ihm etwas zu essen zu bringen, ließ Ratsherr Morwein seine Tür eintreten, bevor er verhungern konnte. Ich war damals eine Tempelpriesterin und sollte mit meinen Heilkräften seinen geschwächten Körper stärken. Ich blieb eine Weile und kümmerte mich um ihn und dann haben wir uns wohl ineinander verliebt. Oh, wie romantisch. Ihr seid Priesterin im Tempel? Keineswegs. Ich bin dort nicht einmal mehr willkommen. Warum denn das? Um ehrlich zu sein, es gab Unstimmigkeiten zwischen meinen Überzeugungen und denen des ältesten Othrelot. Ich möchte nicht ins Detail gehen. Sagen wir einfach, unsere Meinungen über den aktuellen Status des Tribunals gehen weit auseinander. Okay. Das hört sich ja nicht so gut an. Trotzdem hat die Olle keine... Oh, der Rieglingjäger ist wieder da. Trotzdem hat die Alte kein Quest für mich. Ich brauche was zu tun. Das geht doch nicht. So, was ist hier los? War das hier nicht die... Auch wenn das hier Grenzgebiet ist, gibt es immer noch Regeln. Brecht sie und euch erwartet der Kerker. Wäre viel cooler, wenn ihr jetzt gesagt hättet, brecht sie und ich breche euch die Knochen. So, ich gehe einfach mal hier rein. Das war ja die Taverne. Und wenn man Aufgaben braucht, dann findet man sie ja für gewöhnlich in einer Taverne. Wollen wir mal schauen? An diesen Findlingen zu arbeiten war wie ein böser Traum. Ich bin froh, dass ihr uns daraus aufgeweckt habt. Willkommen im spuckenden Netz, mein Herr. Wenn ihr einen Wunsch habt, wird Meister Geldes euch gern behilflich sein. Okay, Meister Geldes, bist du das? Nein. Teldrin Zero, Mietklinge. Wenn ihr das nötige Kleingeld habt, stehe ich zu Diensten. Nö, ich hab einen Riegling. Möge euch behüten. Mein Riegling ist tausendmal besser als ihr. Und süßer. So, Meister Geldin, das ist der hier, wa? Willkommen im spuckenden Netz. Hier gibt es den besten Soyama, der euch je über die Lippen kommen wird. Die Mine ist geöffnet, die Leute gönnen sich etwas zu trinken und ich verdiene wieder Gold. Ganz wie früher. Okay. Bla bla bla. Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Die Redoran-Wache hat in den Bergen ein Rudel Werwölfe entdeckt. Vielleicht wissen die Jäger oben bei der Frostmondschlucht mehr. Okay, hast du sonst noch Gerüchte gehört? Scheinbar wird der Schmied oben in Skaldorf vermisst. Wir sollen die Augen aufhalten. Okay. An der Küste ist es gefährlich. Dort treiben Plünderer ihr Unwesen. Ich habe gehört, sie suchen nach dem Schatz von Haknir Todesmahl, dem Piratenkönig. Wenn ihr Gold habt, sprecht doch mal mit Ralis oben am Kolpion-Hügelgrab. Wie ich hörte, will er dort eine Ausgrabung durchführen. Okay. Die Aschenbrutangriffe auf das Bollwerk werden schlimmer. Hauptmann Wehle tut, was er kann, aber langsam ist die Redoran-Wache wohl überfordert. Ja, so schnell? Schaut mal wieder rein. Meine Türen sind immer offen. So schnell haben wir dann unser Questbuch wieder ein bisschen aufgefüllt. Und was haben wir hier so? Ach, das sind die Zimmer, wa? Ja. Nee, also hinlegen wollte ich mir jetzt eigentlich nicht. Ganz im Gegenteil, ich wollte eher noch ein bisschen Action. Na, Tür. Und da könnten wir einbrechen. Das machen wir natürlich auch nicht. Wer so nett ist und uns hier so viele Aufgaben gibt, dem... werden wir hier garantiert nicht die Türen zerstören.
die Schlösser. So, der Hauptmann der Wache. Das wäre natürlich mal interessant zu wissen. Ich frag den mal. Wenn ihr euch nicht dann vergesst nicht, nee, er redet nicht mit mir. Der redet nicht mit mir. Na gut, wir haben ja erstmal ein paar Aufgaben, Leute. So ist es ja nicht. Deswegen würde ich mal sagen, schauen wir mal eben ins Journal. Besucht die Jäger. Ich würde gerne mal den Schatz suchen. Wo muss ich denn dafür hin? Oha, hier ganz im Norden. Hackniers Untiefe. Okay, da würde ich mal sagen, wir reisen zum Windstein. Beim Windstein kann ich mir übrigens auch noch den Zauber abholen. Den anderen habe ich sogar noch nicht mal benutzt, glaube ich. Da bin ich mal gespannt. Da bin ich aber mal wirklich gespannt, doch. Ob das eine Quest ist, mit der wir was anfangen können. So, das soll der Windstein also sein. Dann würde ich mal sagen, aktivieren wir den nochmal kurz. Nordwind hinzugefügt. Okay, neue Fähigkeit, sehr schön. So, ich schleiche jetzt mal wieder hier lang. Ich roll mich mal hier so ein bisschen durch die Gegend. Und da vorne scheint das dann wirklich schon zu sein. Aber interessant, so alle Leute suchen nach dem Schatz, ne? Aber der Grants, der weiß sofort, wo er suchen muss. So, meint ihr, die sind jetzt sofort gegen uns? Sollte ich da lieber mal aus der Entfernung einen Pfeil platzieren, oder? Ah ne, ich soll mit jemandem reden. Hier ist irgendwo ein Dingens in der Nähe. Ja, genau da. Okay. Ach, scheiße. Okay, doch, die... Das sind doch Piraten. Arr, ich beiß euch. Oha. Ey! Warte mal. Jetzt, so geht's aber nicht. Okay, Moment. Da würde ich mal sagen, bei den Schreien, wir haben die Drachenform momentan. Würde ich gerne die unerbittliche Macht... Scheiße, ich weiß jetzt nicht. Ja, der schlägt mich gerade. Okay, deswegen hauen wir uns mal lieber schnell noch einen Trank rein. Muss ja nicht so ein ewiger Trank sein. Ich glaube, wir haben noch ein paar andere inzwischen uns wieder angesammelt. Ewige Heilung. Nee. Hatte ich hier nicht noch starke Heilung zum Beispiel? Und sonst noch was? Nee, okay. Nein! Da war ich wieder zu geizig. Ah, aber es müsste ein Autosave gewesen sein, als wir schnell gereist sind. Oh, Mann, da, gib mir doch nicht. Das ist ja ärgerlich, da. Das ist ja ärgerlich. Naja, gut. Da will man mal einen Trank sparen und dann muss man da gleich mit seinem Leben bezahlen. So. Dahin, bitteschön. Mal gucken, ob wir jetzt auch dann das Problem haben, dass es hier ein Schneesturm über uns hereinbricht. Eben hat es ja doch ein bisschen geschneit, ne? Schon ein kleines bisschen. So, okay. Diesmal kein Schneesturm, soll mir recht sein. Einmal den Windstein aktivieren. Habe ich hier... Nee. Ich dachte gerade, ich hätte einen Drachen gehört. Aber nein, das war nur der Wind, der durch irgendeinen... Eine Felsspalte, oh ja, so wie ich gerade auch da durchgekugelt bin. So, dann wollen wir doch mal loslegen, ne? So, den Kerl hätten wir schon mal getroffen. Allerdings nur einmal, aber der hat gar keine Peilung, wo das herkommt. Oh, dem anderen Piraten haben wir auch einen reingedrückt und der ist fast gestorben dadurch sogar. Hätte doch mal stehen. Boah, Leute, habt ihr das gesehen? Wie wir den Piraten-Captain nochmal eine reingeschossen haben. Scheiße, schon wieder daneben. Dass die mich... Doch, jetzt haben sie mich entdeckt. Jetzt haben sie mich entdeckt. Oder? Ja, doch, haben sie. Okay. So, dann will ich mal eben meine wunderbare Nahkampfwaffe nehmen und anstürmen. Bam! Ein Problem weniger. So, ich hoffe, der Captain... Nee, hat sich nicht geheilt. Tot ist er.
Und, da ist der Magier. Übrigens, du bist gerade ein bisschen kopflos durch die Gegend gelaufen. Du armer Kerl. So, schnell. Kann sich das Blatt dann wenden, ne? Wenn wir hierher kommen und mal ein paar Pfeile... Wow, guck mal hier. Den kann ich leider nicht mehr mitnehmen, den Pfeil. Ach ja, so, Piraten-Captain. Die Todesmal-Schatzkarte. Arr. Hier sieht man schon, wo die Schätze vergraben sein sollen. Orkische Streitaxt. Nö, die interessiert keinen Menschen. Elfendolch auch nicht. Todesmal. Ah, das könnten wir mal mitnehmen. Die gravierte Nordrüstung, die haben wir sowieso schon an. Von daher auch dafür kein Interesse. So, wo ist der? Da ist der Pirat. Jagdbogen Dietrich, Gold. Und das ist so das Einzige, was mich hier irgendwie ein bisschen interessieren könnte von den Items, die er hat. Und, oh, Perlen aus da. Damit haben wir jetzt, glaube ich, die Quest losgetreten. Und hier ist scheinbar schon mal eine erste Truhe. Die uralte Truhe, Leute. Was sich da drin befindet, das werden wir allerdings erst beim nächsten Mal sehen, würde ich sagen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, dann würde ich mich freuen. Bis dahin, macht euch noch einen schönen Tag. Ciao.